So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir möchten mal wieder ein kleines Unboxing-Video machen. Guck mal, ist wie eine Brille, da kann man durchgucken. Ein kleines Unboxing-Video, denn ich habe wieder ein bisschen was bei Amazon bestellt. Jetzt den Wasserhahn auf. Das wäre lustig. Da wird es ihm gleich vergehen. Na, das machen wir natürlich nicht. Ich habe mal wieder was bei Amazon bestellt, wenn man das so nennt. Das ist hier, das ist ein ganzes Pamphlet, ne? Boah, das haben wir alles von Amazon, ja? Das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 5 Pakete und noch was anderes. Der Adi freut sich immer, wenn wir so viel Zeug haben. Wir wollen jetzt mal gucken, was das alles ist. Ich weiß es nämlich selbst schon gar nicht mehr. Irgendwas müsste auch für Pupsi dabei sein. Ganz am Anfang, apropos Pupsi. Pupsi hat mir das hier mitgebracht von McDonald's. Da gibt es doch jetzt hier extra hier so Pokémon-Karten im Happy Meal. Die Leute drehen durch. Manche Leute haben für 400 Euro Happy Meals gekauft und das Essen weggeschmissen und gesagt, sie wollen nur die Karten. Richtig bekloppte Welt. Deswegen, in Meiningen wird es so sein, dass nur noch 2 Happy Meals pro Person gekauft werden dürfen. Wie das bei euch ist, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Huch! Oder ob ihr auch Pokémon-Karten sammelt oder ja, wie auch immer. Das werde ich irgendwann mal aufmachen, mir mal angucken, was da jetzt alles drin ist. Bin ich mal gespannt. Wir müssen ja dem Hype hinterherrennen, ne? Klicks und Likes für Hype und Pokémon-Karten-Unboxing. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung davon. Also ich kenne mich damit eh nicht aus. Wir suchen uns jetzt mal hier das Erste. Das ist Amazon Prime, wie man sieht, steht nämlich überall Prime drauf. Habe ich gar nicht freiwillig gemacht, ich wollte was bestellen, dann kam immer zu Werbung, ich bin schnell immer zu auf weiter, weil ich einfach nur zur Kasse wollte und plötzlich stand da, vielen Dank für Ihre Prime-Mitgliedschaft. Jetzt habe ich die Prime-Mitgliedschaft gehabt und gedacht, okay, da kannst du ja jetzt mal bestellen, ohne Versandkosten. Was mich aber stört bei Amazon Prime, wenn ich normal bei Amazon bestelle, kommt das mit DHL, also Deutsche Post, dann ist es halt vielleicht 2 Tage unterwegs und es kommt frühs 11 Uhr, 11.30 Uhr zu geregelten Zeit, immer mit der Post alles super. Amazon Prime steht jedes Mal da, Zustellung heute bis 21 Uhr, alle 5 Minuten fährt ein Riesenlaster vorm Haus rum, das ist es nicht. Das ist es nicht. Und dann ist einer dabei. Du siehst schon, wie einer unten in den Hausflur rennt. Reinrennt, rausrennt, wegrennt. Und irgendwo liegt dann ein Paket rum oder dein Päckchen oder sonst was. Denn Amazon Prime ist wirklich einfach nur Sklaven. Was ist das denn? Sklavenhandel, Sklaven. Nicht Handel, aber Sklavenbetrieb. Deswegen, ich werde so bald wie möglich Amazon Prime wieder kündigen. Jetzt, wenn ich mich mit ein paar Sachen eingedeckt habe. Ich bin kein Freund, der dauerhaft ein Amazon Prime Abo oder irgendwas haben muss. Alter, was ist denn hier? Mach doch jetzt mal hier die Hütte auf. Genau, da sind nämlich 2 Sachen drin. Für den Kanal eigentlich. Beziehungsweise, die den Kanal verbessern sollen. Erstens ist hier eine Speicherkarte drin für die Kamera. Die hat 128 GB. Die ich jetzt habe, hat glaube ich nur 64 GB. Die hat 128 GB. Falls man wirklich mal unterwegs ist und viel filmen muss und die Karte irgendwann voll ist, empfiehlt es sich natürlich, eine Ersatzkarte zu haben. Auch gut, dass das hier auch gleichzeitig einen Adapter mit bei hat. Das ist eine SanDisk Extreme Pro. Wenn ihr Speicherkarten habt, könnt ihr mal sagen, was ihr so für Speicherkarten habt. Shoot, work and play like a pro, genau. Mit Adapter, mit allem drum und dran, also auf allen gängigen Geräten verfügbar. Soll eben gewährleisten, dass man immer am Start ist, dass man immer filmen kann, immer was zu tun hat. Dann habe ich mir hier noch eine Maus gekauft. Eine Maus, guck mal, eine Maus. Weißt du, was eine Maus ist? Ja? Ah, erstmal reinbeißen, genau. Ich habe eigentlich eine Maus mit so einem Adapter und plötzlich habe ich nur noch den Adapter und die Maus ist weg. Ich weiß nicht, ob Adi sich um die Maus gekümmert hat oder sonst was.
Ich habe letztens, sollte ich für ein ISPO unbedingt was machen am Laptop. Ich war am Rechner. Jetzt musste ich immer zu die Maus abstöpseln vom Rechner, musste rüber zum Laptop, musste das wieder dran, musste wieder das hin, musste immer das Zeug umrucken, musste immer hinten an den Tower ran. Also wichtig war natürlich, sich eine zweite Maus zu bestellen, nochmal als Ersatz, wenn die andere weg ist, dass wir jetzt eine haben, damit wir nicht immer zu umstecken müssen, ummodeln müssen. Dann geht es weiter hier mit diesem Päckchen. Da kann man es einfach schön aufziehen. Das ist wunderbar. Nehmen wir auch hier raus. Den Rest schmeißen wir wieder hier in die Badewanne. Freut sich der Adi. Und hier steht HomeSuit. HomeSuit Kamera Batterie Charger Kit. Was ist das? Also der Karton ist auf jeden Fall sehr cool. Ihr habt eine Warnung. Ihr habt hier andere Sachen. Jetzt guckt ihr hier rein. Ein Ehering, wunderbar. Nein, das ist hier irgendwie so. Ich muss euch das mal so zeigen. Ihr habt hier drinne ein Kabel. Ihr habt hier zwei Akkus. Theoretisch zwei Akkus für die GoPro Hero 9 oder was das ist, ja. Denn, was mir auffällt, ich bin unterwegs. Akku leer, zack. Wenn du wirklich mal länger unterwegs bist, was brauchst du? Ersatzakku. Aber nicht nur ein, du brauchst zwei Ersatzakkus. Also gönn dir zwei Ersatzakkus. Und da gab es ein Set. Ich wollte eigentlich nur einen Ersatzakku, aber in diesem Set gab es eben zwei Ersatzakkus plus Kabel plus diese Box. Und diese Box soll wohl so funktionieren. Du kannst hier drei Akkus reinstecken. Die zwei Ersatzakkus und den Originalakku. Und dann leuchten hier vorne die LEDs. Und dann kann das alle drei Akkus gleichzeitig laden. Und dann hast du immer in diesem Case, zack, kannst du das so auch mitnehmen. Drei volle Akkus am Start, wenn du unterwegs bist, wenn dir wirklich mal der Saft ausgeht. Hast du Akku am Start, hast du Maus am Start, auf jeden Fall für unterwegs. Du hast die Speicherkarte am Start. Das sollte also helfen, dass ich nicht unterwegs auf einmal dastehe und nichts mehr machen kann. Ja? Dann mal das nächste Paket. Auch keine Ahnung, was das gerade ist. Wir reißen es mal wieder auf. So. Wir gucken hier drüber. Werfen ist wieder dahinter. Ja, das war nix. Und wir haben. Ja, von was ist das hier? Wie Gym. Von VGym. VGym, eine Videokonferenzleuchte. Das ist mir in den Sinn gekommen, weil der Marius gesagt hat, sag mal, du hast doch hier die C2020 Prime, hat auch die C22, den Nachfolger von deiner Webcam, wo ich mir dachte, als ich Prime damals den Link von meiner Webcam schicken soll, da hat er gesagt, Alter, das ist mir zu teuer. Das muss ja nicht immer das Teuerste sein. Deswegen habe ich gar nicht mehr gerafft, wenn meine ihm zu teuer war, dass er plötzlich den Nachfolger von meiner hat, die eigentlich dann noch teurer wäre. Jetzt habe ich mal ganz genau geschaut, welche Webcam ich eigentlich habe. Brio? Logitech Brio Stream irgendwas? Er hat gemeint, Baujahr ist nicht das Neueste, aber dass sie so technisch ausgereift ist, dass die wohl mehr auf dem Kasten hätte eigentlich, als die aktuellere dann die Prime hat, aber er es komisch finde, dass beim Prime das Bild im Stream super ist und bei mir meistens aussieht wie hingeschissen, aber liegt wahrscheinlich daran, weil Prime bei sich das ausleuchtet, ich nicht. Jetzt habe ich gedacht, können wir ja mal testen. Es gibt diese Bildschirmleuchten, die ihr wirklich an euren Monitor befestigen könnt, neben der Webcam oder so. Habt ihr noch so eine Lampe, die euch ins Gesicht scheint? Und vielleicht wirkt das dann alles freundlicher, farbenfroher. Es ist nicht mehr so kriselig. Es ist alles Adi. Es ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, bringt Licht ins Dunkel. Jetzt habe ich hier nicht nur eine, weil ich habe immer keine Ahnung, was ist die beste? Welche hält am besten? Welche strahlt am besten? Welche kannst du noch verstellen? Welche ist für deine Zwecke jetzt geeignet? Also haben wir hier noch dieses Paket und da brauche ich jetzt, glaube ich, wirklich mal ein Schere. Wir machen also den Schere auf, den Karton auf. Mit die Schere einmal geschlitzt. Einmal hier, einmal da, Adi. Da kannst du wieder gucken. Genau, das können wir hier wieder rauspacken. Das tun wir hier oben hin. Wir haben hier nochmal ein Kartönchen. Und hier steht auch wieder da
Videokonferenz-Lights, ne? Made in China, das kann man, glaube ich, hier auch direkt, das kann man auch hier direkt aufmachen. Das sieht dann so aus, das ist hier so ein Ring, könnt ihr euch auch als Heiligenschein aufsetzen. Das sollte einfach theoretisch hier so anklappbar sein. Okay, werden wir alles mal ausprobieren, in Ruhe. Ist halt so ein Ring, ne? Manche sagen da auch Selfie-Ring, wenn die sich da immer für irgendwelche komischen Videos und dann haben die das alles. Ihr kennt euch ja da aus, ich nicht nett. Und dann ist noch eine dritte Videoleuchte dabei. On-Kamera-Videolight, LED-Videolight, yeah, guckt euch das an. Mit Ständer, das ist schon fast eine kleine Softbox, theoretisch. Ich habe da zwei Softboxen, wenn ich Raider Mittwoch in meinem Schlafzimmer aufnehme. Das ist eine Mini-Softbox, die man wohl aber trotzdem, glaube ich, auch an den PC stecken kann. Wenn nicht, wenn das extra ist, da habe ich wahrscheinlich gar keinen Platz, das hinzustellen, wäre es schon toll, wenn man was hätte, was man an den PC stecken kann. Ich werde die alle drei ausprobieren, testen. Weil kann sein, dass manche einfach so sind, wie sie sind. Die sind dann wahrscheinlich einfach zu grell. Das wird dann gar nichts. Oder dass andere vielleicht trotzdem ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, dass das insgesamt etwas besser aussieht. Das können wir auch hier aufmachen. Genau. Hier mit Fernbedienung, alles drum und dran. Hier, guckt euch das an. Zum Dimmen und Farbwechsel oder irgendwas dabei. Ich glaube, das ist einfach alles zu heftig, zu professionell. Ich möchte doch einfach nur, dass es nicht so pixelig ist, dass es ein bisschen besser aussieht. Der Adi hat sich mittlerweile hier gemütlich gemacht im Karton. Das ist das Klo. Das ist der Adi im Karton. Das ist das Klo. Das ist der Adi im Karton. Finger! Aber wir haben noch was übrig, nämlich im Karton ist nichts mehr, aber hier steht noch eine Sendung. Oh, jetzt habe ich... Junge, Ramses, mach doch nicht, pass doch mal auf. Wir haben ja noch eine Sendung und die wollen wir noch aufmachen und das müsste jetzt das vielleicht für euch Interessanteste sein. Das Beste kommt zum Schluss. Machen das nämlich jetzt hier auf. Irgendwie habe ich mir das besser vorgestellt. So, wir machen das auf, tun das da rein. Wenn wir das jetzt geöffnet haben, seht ihr was, was ihr schon kennen müsstet, nämlich... Insekten, Bruder, das hat von Snack Insects Kanal Phänomenal mal vorgestellt, hat das mal getestet, er fand das jetzt nicht so prickelnd, ja, das sind hier so Mehlwürmer, das sind Buffalo-Würmer, das sind Heuschrecken und Grillen, das sind also vier verschiedene Dinger, Heuschrecken, na hier gut, Mehlwürmer, Heuschrecken, Grillen, Buffalo-Würmer, steht alles dabei. Die hat er mal probiert. Ich finde, die Verpackungen sehen eigentlich richtig cool aus. Das sind auch hier extra solche Glas-Pipetten, wenn man das so nennt. Keine Ahnung. Reagenzgläser. Die hat er probiert, fand die jetzt nicht so toll. Hat die aber, glaube ich, schon, hat er nicht mehr. Sonst hätte ich gesagt, okay, bring mal her. Ich kann das ja mal für dich weiter testen. Würde ich mir aufheben und mal gucken, vielleicht, wenn der Hannes kommt... Mit dem habe ich eh. Der Hannes. Ich habe noch das Book of Pleasure and Pain. Vielleicht kann ich mit dem Hannes eine Schärfe-Challenge machen. Von diesem Book. Und vielleicht können wir auch eine Ekel-Challenge machen mit diesen Insekten. Wir teilen uns das auf. Und jeder isst dann immer so ein... Und jeder isst dann einfach so ein Teller Insekten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Wäre es schade, wenn man nur eins rausnimmt, probiert und den Rest wegschmeißt. Es steht ja sogar auch bei den Sachen hier drauf. Im Backofen erhitzen, dann irgendwie als herzhafte oder süße Variante servieren. Also vielleicht, wenn man das wirklich zubereitet in der Pfanne, macht ein bisschen anbrät, Soße dazu irgendwie oder dann eben Hannes ist eh Hannes, Hannes Koch, ja? Hannes ehemaliger Koch. Hannes, der wird sagen, ach, ich zauber dir da was raus, wir machen heute ein schönes Mehlwürmer-Soufflé. Stelle ich mir eigentlich ganz gut vor. Also Hannes, wenn du Bock hast, können wir da, wenn du kommst, vielleicht da irgendwas zu essen draus machen. Machen hier einen auf Dschungelcamp. Ansonsten werde ich mal die Sachen testen. Gut, dass ich jetzt Ersatzakku habe. Gut, dass ich jetzt die Maus. Dann muss ich nachher noch das Lied und die Spuren für den ISPO rausziehen. Das Pokémon-Zeugs muss ich mal unboxen in einem extra Video. Und was mit den Lichtern abgeht, das werdet ihr wahrscheinlich schon vor diesem Video gesehen haben, wenn plötzlich Licht im Stream abends ist und ihr denkt, was ist hier denn los? Also wundert euch nicht, wenn im Stream plötzlich was anders ist.
dass wir jetzt irgendwie für Licht gesorgt haben. Ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite aus. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Adi. 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 Ja, los, sag nochmal Tschüss. Das war's.